Ganz herzlich willkommen, meine Lieben. Ich habe schon ein paar Minuten gespielt und mich dumm und dämlich gequatscht, um festzustellen, ich habe nicht Aufnahme gedrückt. Darum starten wir jetzt auch nicht auf dem Titelbildschirm, sondern direkt hier. Ich habe den nächsten Fight tatsächlich schon hinter mir. Kann jetzt schon sagen, den kriegen wir mit der Pistole gut hin und dabei bleiben wir auch. Und ich hatte da was entdeckt, was ich eigentlich hätte wissen können. Wenn ich ziele und jetzt E drücke, geil, oder? Ich habe mich doch so aufgeregt über den Laserpointer. Völlig unbegründet. Es gibt eine elegantere Form des Zielens. Okay, lass uns erstmal begrüßen. Den wollen wir haben. So, Burschi. Get some, get some, get some, get some, go again. Ist das was, was man kennt, oder war ich mir gerade zum Vollhorst? Na komm. Oh, ich dachte, er kippt um. Das wäre auch ein bisschen arg früh gewesen, aber ich bin ja immer guter Dinge. Immer optimistisch, immer positiv denken. Aua, Junge. So ja nur nicht. Okay. Er ist weit geflogen. Und so hätte ich sicherlich den einen oder anderen Schuss einsparen können. Zugegeben. Schön blöd. Ja, was hatte ich vorhin eigentlich alles erzählt? Ist ein bisschen was davon vielleicht noch relevant? Das nächste Mal, genau. Ich habe also nicht nochmal neu begonnen, um Ressourcen einzusparen. Auch weil in letzter Zeit so viel geiler Scheiß erschienen ist. Das will ich alles mit euch noch angucken. Und da brauchen wir ja Zeit für. Generell habe ich festgestellt, Killing Antidote lief ja ganz gut, ne? Und auch die Demo zu Heartworm war jetzt nicht so gut besucht, aber die, die es geguckt haben, haben es oft auch lang geguckt. Habt ihr tatsächlich mehr, so ein bisschen mehr Bock auf Survival Horror dieser Art? Also aus, statt, und ich kann nicht reden, sorry, statt dieser storylastigen Spiele? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe gerade so ein bisschen den Eindruck, dass es besser für euch funktioniert. Ich hätte tatsächlich gedacht, so die Grafikwunder mit ihrer tollen Geschichte sind das, was für euch unterhaltsam ist. Aber vielleicht irre ich mich da ja auch. Gerne mal rückmelden. Mir ist beides recht. Ich könnte mir nur vorstellen, dass ich bei Survival Horror mich dümmer anstelle. Aber das sollte ja nicht euer Problem sein. Wozu gibt es Schnittprogramme? Das lässt sich ja leicht lösen. So, sind wir ein gutes Schrittchen weiter und da liegt ein Item. Es gab derweil auch schon Patch für das Spiel. Was mich aber noch mit am meisten gestört hat, diese Latenzen zwischen den Aktionen. Dass wenn ich jetzt sprinte, gehe und wieder sprinten will, dass es eine Zeit lang nicht geht oder ich nicht zielen kann oder so. Das ist leider noch nicht besser geworden. Man gewöhnt sich dran, richtet sich ein bisschen drauf ein, aber ein bisschen blöd ist es schon. So, und ich werde jetzt mal dabei bleiben, mein Übersetzungsprogramm zu nehmen für solche Geschichten. Dann habe ich nicht so viel Äs, Os, A, Hm da drin. Und die Übersetzung wird sogar etwas schöner. Und ich quatsche jetzt eigentlich auch nur, weil ich vergessen habe, die Kamera einzuschalten. So, jetzt haben wir es aber. Seit ich denken kann, sind die Brunnen in den Gärten von Archdale Castle mein Heiligtum. Mein tägliches Ritual und meine Verbindung zu diesem Ort. Jeden Morgen wage ich mich zu den Brunnen und schöpfe Wasser, wie es schon Generationen vor mir getan haben. Doch im Laufe der Jahre wird meine Routine zu einem Symbol meiner Gefangenschaft, eine Erinnerung an die Freiheit, die mir entgeht. Ich beobachte, wie Besucher kommen und gehen, ihr Lachen durch die Gärten schallt, wissen, dass sie gehen können, wann immer sie wollen. Ein übler Geruch erfüllt die Luft um die Brunnen, ein unheilvolles Zeichen der Verwesung. Ich bin versucht, Hilfe zu suchen und aus der Enge dieses Schlosses auszubrechen, aber eine nagende Angst hält mich davon ab. Aber wenn mein Hilferuf mich auf einen dunklen Pfad führt, in die Tiefen des Brunnens selbst,
Vielleicht ist es sicherer zu schweigen und meine tägliche Pilgerreise fortzusetzen, gebunden an Pflicht und Tradition und doch voller Sehnsucht nach dem trügerischen Geschmack der Freiheit. Maria. Schön formuliert, Maria. Mein Herz hast du schon mal gewonnen. Aber warum war sie hier gefangen? Das ist die Frage. Ich habe ja teilweise Schausteller vermutet an diesem Ort, der so eine Attraktion sein soll. Es scheint aber mehr zu sein, auch was die Bediensteten angeht. Was ich mich jetzt gerade frage, wir sind hier durch ein Tor gegangen. Da war doch aber noch ein weiteres, das man aufschließen kann. Soll heißen, bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich nochmal den Weg zurückwagen. Und mal schauen, ob sich da noch ein paar Items abgraben lassen, die mir andernfalls entgehen würden. Ist nur die Frage, von wo bin ich hergekommen? Bin ich gerade überfragt. Ah, Moment, den können wir erstmal runterholen, wo wir schon hier sind. Ja, der bringt dir mir nichts, außer dass es halt ein Sammelobjekt ist. Und ich 2 von 5 gefunden habe und noch nicht gesagt ist, dass ich die anderen auch noch finde. Ich glaube, ich bin von hier gekommen. Ach, es bleibt zu. Na gut, dann hat sich das hiermit erledigt. Aber ich habe Pech gehabt. Oh, wo soll ich denn hin? Hier runter ist interessant. Die anderen Gänge sind interessant. Cemetery. Treppe ist interessant. Alle Orte sind interessant. Das Spiel blüht wirklich mit dem Verlauf auf, ne? Es war schon von Anfang an auf seine Weise recht reizvoll. Aber ein bisschen schmucklos und, na, ungelenk zu Beginn, würde ich behaupten. Aber gut, das Labyrinth war jetzt auch nicht über Gebühr spannend. Aber insgesamt entwickelt sich das gerade sehr vorteilhaft, finde ich. Ich will das alles sehen und wissen und entdecken. Na gut, dann gehen wir mal runter. Ich würde sagen, das wäre eine Maßnahme. Oh, Cutscene. Wow, was ist das? Was ist das? Das ist verstörend. Hallo, Kopf. Ich soll mit dem reden? Ist das dein Ernst? A wanderer or savior perhaps. Your presence here means you've already faced great peril through the grounds, yet you remain intact. Everyone was dismissed from Archdale. Our research had started. I hoped for good. A blessed theory turned gross by betrayal. Okay, ist das die Dame, die Maria, die auch den Brief da geschrieben hat? Ah, was wollen wir denn mal aufwerten? Ich benutze eigentlich meinen Nahkampf viel zu selten dafür, dass ich ihn aufgewertet habe. Slide. Crouch while sprinting to perform a quick slide. Das klingt auch nützlich, aber ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr auf Feuerkraft setzen. Und hatte ich die nicht eigentlich schon mal ein bisschen gepimpt? Hat die nicht mal... Hä? Ich mach das jetzt mal. So, und was wollen wir uns noch? Clip Capacity? Nee, also da bin ich bisher noch nicht so unter Druck geraten. Vielleicht eher noch mehr Schaden, ne? Das ist auch nicht schlecht. Ein bisschen weniger Cooldown. Ja komm, dann werden wir die mal so ein bisschen flotter machen. Gut. Ich bin zufrieden. Ich kann auch mal mit ihr reden. Machen wir das doch mal. The mist, a curse, bound by the bloodline of the castle. It roots inside the living, exchanging one's consciousness for mindless anger and great strength. But for some, eternal life. Ja, sehr kryptisch, ne? Sie äußert sich zum Mysterium dieses Ortes. Hilft uns inhaltlich allerdings nicht so ganz weiter. Aber auch interessant. Wir haben maximal 3 Slots parallel.
Da habt ihr gemerkt, ich habe gespeichert, ich wollte sprinten, ging nicht. Habe ich eine Plate? Ich brauche eine Begräbnisplatte. Und da hinten wahrscheinlich auch. Und hier auch. Und ich habe genau 0. Das sind 3 zu wenig. Rein rechnerisch. Hoffe, ihr könnt mir folgen. Ja, ihr seid schlau. Habe ich da gerade Schritte gehört? Ja, die kann ich zerkloppen. Das ist ja praktisch. Habe ich jetzt alle 5 Schädel? Das wäre seltsam, oder? Probieren wir es mal. Das hat schon mal gar nichts gebracht. Kann ich auch im Nahkampf Ego-Perspektive nehmen? Ich würde jetzt mal einen Schuss opfern, um rauszufinden, ob das geht. Geht nicht. Okay, es sind andere Schädel. Gut, dann kann ich hier bis auf Weiteres auch noch nichts machen. Und damit ist dieser Ort auch erstmal abgefrühstückt. Müssten wir doch mal über die Treppe in Richtung Schloss. Da kommt wirklich so ein bisschen Nostalgie hervor. Bei solchen Situationen, wo ich wirklich über jede einzelne Patrone nachdenke. Ich spiele sehr gerne Shooter. First-Person-Shooter. Auch gerne die, bei denen es ordentlich abgeht. Und man im Grunde im Dauerfeuer durch die Gegend rennt. Aber auch sowas macht Spaß. Ah, hier komme ich aber auch nicht weiter, ne? Ist ein bisschen ungünstig, ne? Die Hecken sind von Weitem betrachtet fast durchsichtig. Je dichter man kommt, desto dichter wird das Buschwerk. Das wird sicherlich an der Grafik-Engine liegen. Er kommt natürlich ein bisschen schräg. Weitsicht kann ich jetzt auch nicht irgendwie einstellen. Gut finde ich auch, man hat ja beliebig viel Kondition. Ich sehe hier nirgendwo eine Anzeige, dass die abnimmt. Ich habe sie auch noch nicht straucheln sehen während des Laufens. Hier ist auch noch eine Notiz. Übersetzungssoftware. So, soweit kommt das noch, dass wir Eigenleistung bringen müssen. Ich stehe kurz davor, Archdale zu verlassen. Der Ort, der mich fast verschlungen hätte. Jedes Rascheln ist eine potenzielle Bedrohung. Doch es war meine gesteigerte Wahrnehmung, die mich hierher geführt hat. Ich habe lebenswichtige Ressourcen freigelegt, jede Entdeckung eine Lebensader und mich diesem Moment einem Schritt näher gebracht. Jetzt, da die Dunkelheit meine Flucht verhüllt, ist es Zeit für die letzte Etappe. Ich habe diese grauenhafte Reise überlebt und heute Abend verlasse ich Archdale für immer. Und es gibt ein Upgrade, The Sixth Sense, der 6. Sinn. Vielleicht brauchen wir den ja. Also nochmal an die Werkbank und ich hoffe, dass ich nur noch ein Toolkit habe, ist kein Problem dafür. Finden wir es raus. Zurück zum Köpfchen. So, wo ist er, der 6. Sinn? Da. Er kostet 2 Toolkits, wer hätte es gedacht? Dann brauche ich noch ein Toolkit. Oh, was ist das da eigentlich? Ah, ich habe die erste Platte. Kommt die hier rein? Ah, das erste Tor geht auf. Cool. Nicht sehen, hätte ich jetzt mal gesagt gehabt. Ich tendiere leider dazu, wenn ich annehme, ich hätte alles gesehen und begriffen, nur noch lapidar drüber zu schauen. Das wäre mir hier jetzt schon wieder fast zum Verhängnis geworden, wenn ich nicht nochmal nachgeguckt hätte. Das ist doch das Tor, das aufgegangen ist. Ha, sieht nach einer Falle aus.
Da kann ich durch. Neues Areal. Geil. Ich wollte gerade sagen, was sind das für miese Texturen? Die waren nur noch nicht angekommen. Ah, da kann ich nicht durch. Hier wahrscheinlich auch nicht. Nee. Man, das vermittelt so einen Eindruck, ne? Die Schultern so nach hinten gezogen und Oberkörper stramm und darunter schwenkt dann das Becken hin und her. Das wirkt sehr kraftvoll und entschlossen, ne? Aber auch nur bei der Frau. Bei einem Mann würde das seltsam aussehen. Welcome, Cabin. Oh, ich hab den Schlüssel. Wo habe ich den schon wieder her? Pump Shotgun. Wie voll? Kann das sein? Ah. Zu blöd zum Munition verschwenden. Ich kenne mich selber nicht wieder. Sollen wir uns merken, dass hier was liegt, womit man schießen kann? Übersetzung. Ach hey. So. Nachricht an den Willkommensschalter. Ich schreibe im Hinblick auf den zunehmenden Vandalismus an unseren Booten. Jeden Morgen finde ich mehr zerstörte Boote vor. Die Trümmer türmen sich bis zum Dock und es gerät außer Kontrolle. Diese Boote wurden jahrelang erhalten und gepflegt, nur um dann von gierigen Touristen zerstört zu werden. Wir Fischer können nicht aus Wasser hinaus, um den Markt aufrechtzuerhalten. Wir tolerieren keine Respektlosigkeit. Klären Sie das. Die Fischer von Archdale. Berechtigte Beschwerde, scheint mir. Gut, gehen wir weiter. Haben wir eigentlich noch gar nichts gesehen. Der nächste Gegner bekommt Pump Action erstmal. Damit ich die Munition hier liegen lassen muss. Das wäre schon lächerlich. Geht das mit der eigentlich auch mit Iron Sight? Ja, gut. Aber ich fand den Anfang irgendwie deutlich schwieriger als das, was bisher so passiert ist. Ah, hier kann ich speichern. Ist immer gut. No, ich will den Ältesten. Ah, das ist der Älteste. Betten sehen alt und etwas staubig aus, seltsamerweise trotzdem irgendwie bequem. Okay. Das hätte mich jetzt allmählich auch gewundert, wenn ich den Schlüssel auch noch hätte. Dann geht's jetzt wohl hier hinab, nehme ich an. Und auf dem Rückweg komme ich dann ja hier wahrscheinlich nochmal vorbei. Es gibt ja noch mehr Tore zu öffnen. So, ich stehe jetzt tatsächlich erstmal relativ gut da. Drei Medipacks. Ausreichend Munition. Noch ein Medipack. Okay, hier bahnt sich irgendwas an. Man kriegt doch nichts geschenkt. Ja, ich habe gesprintet, stand. Wollte wieder sprinten, ging erstmal nichts. Das macht mich so traurig. Okay, gleich macht mich was anderes traurig. Okay, ich glaube, mit der Waffe sollte ich tatsächlich so schießen. Komme ich besser klar. Warum lädt die eigentlich nicht nach? Habe ich schon. Okay. Oh Gott. Sind die alle drei daneben gegangen?
Ich hätte. Doch, hier kann ich ja mal Nahkampf probieren, oder? Wir haben noch Medipacks. Aber doch noch ein Grunzen, oder? Hier. Okay, da probiere ich es gar nicht erst mit Nahkampf. So, Lady, nachladen, wunderbar. So, dann nehmen wir jetzt doch mal die Pistole. Die ist jetzt doch sehr runtergeschossen. Das war's, ja? Sehr gut. Gib her. Gut, da ist noch eine Nachschubkiste, das ist auch gut. Waffe weg und einmal Punch. Sehr gut. Wir verstehen uns. Echt, die Begegnung war jetzt auch echt auszuhalten. Ich überlege schon, ob man das perspektivisch... Ich jetzt natürlich... perspektivisch auch auf Hardcore spielen könnte. So, wo war denn jetzt hier? Hier am Hafen war doch auch eine Munition. Na gut, ich gehe erstmal ins Haus zurück. Und könnte auch nochmal speichern, dann haben wir das hinter uns. Falls jetzt doch nochmal irgendwas Dummes passiert und dafür bin ich prädestiniert, dass dumme Dinge passieren. So, die erste Ladung war hier, ne? Jawohl. Die Geräusche, die klingen auch schön. Schönes Sounddesign. So, dann könnte ich hier nochmal speichern. Schon eine recht große Spielwelt, ne? Die erblüht hier gerade so ein bisschen. Yes. Hätte ich eigentlich noch ein zweites inzwischen? Nee. Ich hätte gern mal den sechsten Sinn. Das war bezogen auf Ressourcen. Findet man dann vielleicht mehr? Oder bringt die mehr? Oder ja, sieht man die einfach nur leichter? Das wäre mir zwei Werkzeugkästen tatsächlich nicht wert. Hier hin, genau, hier war die Ladung. So viel fahren wir jetzt. Ja gut, sind wir schon wieder ziemlich dicht am Limit. Obwohl ich glaube, 7 Schuss kann ich. 12, ne? 24 ging insgesamt. Jetzt sind wir bei 17. Dann gucke ich hier die Stände auch nochmal durch. Diese Kreise, die erscheinen hier offenbar erst relativ spät. Das ist nichts. Ich hatte gerade was anderes erwartet. Bin ich gerade wieder Sekundenschlaf oder sowas? Hm. Gut. Ah, hier sehen wir eines der verwüsteten Boote. Oh, was ein großes Areal hier. Oh Mann, das wird mir jetzt echt zu weitläufig. Ich muss mich hier erstmal neu orientieren. Das ist auch eine Höhle da unten. Was haben wir denn hier? Munition, das ist doch schön. Ich frage mich, wo das Limit für die Pistole ist. Da sehe ich auch nochmal... Ah! Sehr gut. Sixth Sense, wir kommen. Ah, und hier ist ein Leuchtturm. Meine Güte. Ich habe den Eindruck, erst maximal 20% dieses Bereichs gesehen zu haben. Automatic Rifle. Oh, die hätte ich aber auch gern. Wo ist die denn?
Hier ist eine Tür. Oh, kann ich das kaputt schlagen? Probieren wir es aus. Nee. Kaputt schießen? Hab nicht den Eindruck. Aber da ist noch ein Schädel. So, Nummer 3. Vielleicht kriegen wir es ja vollständig. Wäre doch schön, oder? Pistol, nehmen wir. Note. An den Übersetzer. Wir haben eine Notiz. Wir haben den Leuchtturm verbarrikadiert, was auch immer diesen Nebel hereingebracht hat. Und jetzt bin ich verrutscht. Nochmal. Hat das Schlimmste in diesen Gewässern zum Vorschein gebracht. Ich wage es nicht, die Sicherheit dieses Turms zu verlassen. In meiner Eile habe ich mein Gewehr vergessen. Es liegt im Waffenlager unten, in einer kleinen Nische. Den Hebel, um darauf zuzugreifen, habe ich bei mir, was das Gewehr für alle draußen nutzlos macht. Die Last dieses Fehlers lastet schwer auf mir, denn im Moment bin ich schutzlos. Wenn Sie diese Nachricht finden, seien Sie sich bewusst, dass ich im Moment in Sicherheit bin, aber ohne Schutz weiß ich nicht, wie lange das so bleiben wird. Bitte schicken Sie mir schnell Hilfe. Die Leuchtturmwärterin Alice. Ich finde interessant, der Übersetzer hat direkt Wärterin draus gemacht, offenbar mit Rückgriff auf den nachfolgenden Vornamen. Wie schlau die Software. Was haben wir hier? Ein... Achso, ein Hebel. Oh, fuck. Und ein Gegner. Ich freue mich. Schön. Oh, ein Platzwurm. Und noch ein Platzwurm. Autschi. Okay, jetzt wird's interessant. Oh, hier bin ich aber in der Sackgasse. Und noch ein Wurm. Das wäre eine Granate, cool. Bleib weg. Komme ich hier ganz rum oder war ich durchs Gebäude gegangen? Nee. Oh fuck, aber es war trotzdem ganz interessant, hier lang zu gehen. Oh, da kommt der nächste Gegner. Denn ich bräuchte jetzt dringend meine Energie. Welche Taste war das? Ich glaube C. Verarzte dich bitte. Gut. Dankeschön. Okay, das wird hier gerade ein bisschen kritischer. Okay, der ist schon mal weg. Das ist gut. Du bist es auch gleich. Oh, wie schwungvoll. Ihr habt ja schon ein bisschen was drauf, so rein athletisch. Jetzt könnte ich ja nochmal, obwohl ich habe gerade zu wenig Energiereserven. Ich probiere es lieber mit Feuerkraft. Doch nicht. Steck weg. Und nochmal. Und das war's. Hätte ruhig einer von euch mir mal ein Item hinterlassen können. Euch hätte es nicht wehgetan und mir jetzt genutzt. Aber was erwarte ich von blutrünstigen Monstern? Oh, hier liegt ja noch mehr. Was ist das? Oh, Submachine Gun. Wow. Was mich noch alles erwartet. Okay, marschieren wir weiter. Okay. Wir kommen jetzt, glaube ich, wieder
auf unseren alten Weg zurück. Hatte ich hier links schon mal geschaut, ob da was ist? Genau, da war dieser Gang in die Höhle. Und da mal lang? Wollen wir unser Leben riskieren? Oh. Oh, wow. Böse Falle. Das war nicht nett. Aber immerhin habt ihr mir was hinterlassen. Das ist ganz anständig. Was haben wir hier? Ach, hier können wir doch bestimmt die... Ja! Das war schlau, hierher zu gehen. Wunderbar. Kann man hier denn alles Schönes? Jawoll. Sieh an. Ja, gut. Ist auch nicht so geil, aber ich hoffe, es ist ein Vorteil. Komm, ducken. So, genau. Ich freue mich schon auf den nächsten Gegner so ein bisschen. Hat das gehört? Ich dachte beim letzten Mal schon, was ist das? Aber das ist so ein Sägegeräusch, ne? Die operiert sich nicht, die repariert sich. Ist ja auch nochmal runter. Oh, noch eine Notiz. Attention. Achtung an alle... Na, komm. Ich kriege ja gerade keine Übersetzung. An alle Dockbesucher, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass in den Nachtstunden mehrere beschädigte Boote aufgefunden wurden. Offenbar haben sich unbefugte Personen Zugang zu den Booten verschafft und erheblichen Schaden angerichtet. Als Gemeinschaft ist es wichtig, wachsam zu bleiben und dem Hafenpersonal verdächtige Aktivitäten zu melden. Bitte belästigen Sie die Anwohner nicht. Wir fordern alle Mieter und Bootsbesitzer dringend auf, zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, beispielsweise ihre Boote zu sichern und für ausreichende Beleuchtung im Anlegebereich zu sorgen. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um die Integrität unserer Bootsgemeinschaft zu bewahren und weitere Vorfälle zu verhindern. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Archdale Dock Management. Archdale Docks Management. Das war das Wort. Oh, schön. Will ich hier raus? Hier werde ich doch bestimmt irgendwann angegriffen, oder? Ich höre schon was. Und gehe zurück. Ist es doch. So, oh Gott, wer bist du denn? Warum bist du da? Wer hat dich hergebeten? Lauf, bitte. Ist dann diese erwähnte Latenz, ne? Das ist dann ein bisschen nervig, wenn man was machen will und sie steht erstmal regungslos da und lässt sich verhauen. Das sind ja die Momente, da bin ich ganz froh, dass das Spiel jetzt nicht so schwer zu sein scheint. Und da ist noch ein Schädel, dann habe ich schon 5. Komm. Okay. Gehen wir jetzt hier hin. So, warum habe ich eigentlich meine neue geile Waffe nicht benutzt? Oh, bitte lass das ein Medipack sein. Naja, okay. Munition schadet auch nicht. Ah, okay. Habe ich, glaube ich, nicht, ne? Habe ich! Wo habe ich halt die Schüssel her? Ah, ein Medipack, sehr gut.
Habe ich den auch? Wer weiß das schon? Nee. Das Medipack benutze ich jetzt erstmal. Das ist wieder ein Speicherpunkt, ne? Gut, dann schaue ich mich hier vorher um. Eine Notiz. Übersetzung bitte. Der Nebel hat sich wie ein Mantel der Ungewissheit über unsere Küsten gelegt und Land und Meer in einen dichten Dunst gehüllt. Trotz der gefährlichen Bedingungen wagte sich mein Sohn vor 2 Tagen hinaus, um gestrandete Fische an den unerbittlichen Klippen der Höhle zu treffen. Als aus Stunden Tage wurden, wuchs meine Befürchtung, dass er nicht zurückgekehrt ist. Jetzt, wo der Nebel dichter und die Nacht dunkler wird, werden meine Ängste noch größer. Ich kann die Last der Ungewissheit nicht länger ertragen. Ich muss mich auf die Reise machen, um Ordred zu finden und ihn in Sicherheit zu bringen, koste es, was es wolle. Sollten Sie diese Nachricht lesen, seien Sie sich bewusst, dass ich Ihnen die Pflege dieser Docks anvertraue. Sie sind das Lebensblut unserer Gemeinschaft, und in meiner Abwesenheit müssen Sie mit Sorgfalt und Sorgfalt gepflegt werden. Mit Diligence and Care, okay. Beten Sie für unsere sichere Rückkehr, Hafenmeister Henry. Danke, Hafenmeister Henry, für die bewegenden, inspirierenden Worte. So, wo haben wir? Da. Ja, ziehen wir weiter. Nein, ziehen wir nicht. Sixth Sense. Wollen ja noch den Film, die Fähigkeit freischalten. Da, ich drücke F und es passiert nichts. Warum nicht? Ah, jetzt. Gut, wo ist das Sixth Sense hier? Increase your perception. Wir machen das jetzt einfach mal. Ja. Können wir hier noch irgendwie was Nettes machen? Oh, die Damage können wir mit einer noch weiter erhöhen. Na, das nehme ich doch mit. Ja. Gut. Denn die benutzen wir ja doch relativ oft. Ach so, so sieht das jetzt aus. Gut, das könnte tatsächlich nützlich werden. Ja, tatsächlich. Eine weitere Notiz. Ich verlese. Eine Gestalt stürzte sich schreiend durch den Nebel. Sie suchte nach mir. In einem Moment verzweifelter Klarheit ergriff ich einen Hoffnungsschimmer, ein Verband, vergessen im Chaos. Meine Hände zitterten vor Adrenalin, als ich den Stoff um die tödliche Wunde wickelte, ein Rettungsanker gegen den immer näher rückenden Abgrund. In diesen flüchtigen Augenblicken wurde die Wolke zu meinem Schild. Eine Barriere, die mich dem unerbittlichen Ansturm dieses schrecklichen Wesens aussetzte. In purpurnen Falten eine unerzählte Geschichte, ein getragener Verband, eine kühne Geschichte. Durch die Nacht stillt es den Streit, ein stiller Retter im Kampf ums Leben. Okay, Upgrade für Medkit Speed. Also nehme ich mal an, dann kann man sich schneller verbinden. Das könnte im Kampf tatsächlich ein Gamechanger sein, muss man ja sagen. So, gut, dann machen wir weiter. Man sieht es von hier aus schon. Man sieht ja jetzt wirklich alles. Gut, zum Glück ist die Grafik ja ohnehin eher schlicht gehalten. Ansonsten würde es echt ein bisschen die Immersion zerstören. Gut, da brauche ich um sowas ja gar nicht mehr gucken, sonst würde es hier blinken. Da hinten blinkt's, da muss ich dann hin. Ah, das nehmen wir auch mit. Sehr schön. Werde ich auch gleich benutzen. Und es reizt mich schon, dieses Goodie jetzt gleich freizuschalten. Oh, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich kann nicht springen. Muss ich jetzt den Wasserweg nehmen? Sieht ganz so aus. Aber hier komme ich nicht durch. Aber hier komme ich lang. Okay.
Und hier bekomme ich Besuch. Cabin Key. Sehr gut. Lauf, lauf, lauf. Und jetzt Waffe 3. Während sie läuft, wechselt sie die Waffe nicht. Auch das finde ich doof. Es gibt so manche Dinge, die finde ich doof hier. Muss man erwähnt zu haben, das ist doof. Ihr seid nicht doof, aber das ist doof. Habe ich die etwa abgehängt? Geht sowas hier in diesem Spiel? Ich glaube noch nicht. Wo war denn jetzt noch eine Tür zu da hinten? War da noch was zu? In der anderen Hütte? Bin mir gerade unsicher. Denn das dort hieß anders. Das war irgendwie Lagerraumschlüssel oder so. Cabin Key scheint mir... Ja, wo muss ich da jetzt hin? Wie kam ich denn da hinten rüber? Ach, da hinten wahrscheinlich, ne? Gut, die haben Probleme, um Ecken zu gehen. Das könnte ich jetzt zu meinem Vorteil nutzen. Ich habe übrigens auch Probleme, um Ecken zu gehen, wie man sieht. So, nun hier, jetzt erinnere ich mich, da war gar nichts zu. Die Tür war nur vernagelt, aber eine weitere Kabine war hier, glaube ich, eher nicht, ne? Nee. Sind wir jetzt umsonst gelangt. Ich wollte gerannt sagen. Ah, jetzt haben sie es doch geschafft. Der zumindest. Geh doch, wo du wohnst, du Depp. Okay. Bleibst du brav fliegen? Gut, aber die hat nicht so viel Feuerpower, ne? Na gut. Ja, so klingst du. Wie eine Irre. Ja, genau, da war ja die... Vielleicht passt da jetzt unser Cabin Key. Finden wir es raus. Was war da hinten noch? Finden wir es auch raus. Ne, Boat Equipment Storage. Genau, da passt er nicht. Na, macht nichts. Wir werden schon eine Verwendung dafür finden. Aber wo ich schon hier bin, kann ich nochmal speichern. Yes. So, und jetzt hätte ich gern dieses Medikit-Upgrade. Hier, Medikit-Speed. Oh, da brauche ich schon mindestens 2 für. Macht das trotzdem? Ah, ne, 1 brauche ich. Dafür baller ich glatt 2 für. Das war nämlich echt haarig im Kampf. Dass man da währenddessen sich zu verbinden versucht. Dann gehen wir da hinten mal weiter, würde ich sagen. Gut, da war ich ja runter. Hier gibt es nichts mehr. Ja, dann gehen wir jetzt hier lang. Was gibt's da Schönes? Was verraten uns die Farben? Ist rot ein Toolkit? Und blau Munition oder irgendwie sowas? Ne, rot ist... doch Munition. Okay, weiß ich auch nicht. Tja, da habe ich noch gesagt, dass es mir 2 Toolkits nicht wert. Jetzt bin ich eigentlich doch ganz froh, dass ich es habe. Sehr schön. Oh, komme ich da dran vorbei? Ne, da muss ich von der anderen Seite hin. Und
hier hat es doch auch geklappt, ne? Ah, hier ist mehr Platz, ja, deshalb. Ja. Hm. Oh. Okay. Was war das? Können wir mal kurz darüber reden? Was haben wir hier noch Schönes? Pistolenmunition, wunderbar. Oh, hier haben wir Besuch. Der Kampf mit der Steuerung. So. Den können wir jetzt ja wieder zu fahren versuchen. Tja, komm, Bushi. Ich kriege mir ja sogar runtergekickt. Na, sieht nicht so aus. Hinter mir auch noch einer? Nee. Hat kurz so geklungen. Haha, lässt sich vom Mädchen verhauen, Elle Badge. Ich glaube, von der würde ich auch nicht verhauen werden wollen. Die hat Kampferfahrung dazwischen. Komme ich ja nicht dran vorbei, ne? Ja. Komme ich denn da überhaupt hin? Das geht dann ja gar nicht. Sehr ärgerlich. Ah, das können wir erstmal leeren. Ja, das nehme ich gerne. Da ist wieder so ein Platzwurm. Da war einer. Hehe. Und der hat mir was hinterlassen. Das ist ja lieb. Dankeschön. Okay, 3090. Das sieht so ein bisschen nach Maximum aus. Werde ich darauf jetzt mal umsteigen. Wo ich mich wieder ärgern muss. Sehr schön. Manu. Sind wir hier noch? Oh, Boot Equipment, sehr schön. Oh. Könnte ernst werden. Oh oh. Das hat was gebracht. Aber mehr wäre wünschenswerter gewesen. Geht. Oh, jetzt kann ich mich ja schneller heilen, ne? Ja, bringt so halb viel. Danach bitte. Feuerster. Gut. Hat sie? Nee, hat sie immer noch nicht. Na gut, das ist aber auszuhalten. Der Kampf ist jetzt nicht so dramatisch bisher. Ja. Heil dich, heil dich. Sehr gut. Hm.
Erde nach. Ich weiß, es bringt nichts, dir das zu sagen, aber es gibt mir ein besseres Gefühl. Oh Gott, jetzt brauche ich wirklich mal langsam Energie. Okay, damit können wir schon arbeiten. So. Ja, was den Kampf schwer macht, ist wirklich die Steuerung. Der Kampf selber ist ja im Ablauf ziemlich simpel. Oh, der war aber noch nicht ganz tot. Ist kein gutes Zeichen, das gibt noch eine Fortsetzung. Gut, was haben wir hier? Pistol Foe. Ah, gleich vielleicht nicht mehr. Doch. Schade. Full. Oh, das... Oh, nee. Nee. Ich lasse Munition zurück. Ist nicht dein Ernst. Okay, ich will zurück zum Bootshaus, ne? Also hier lang. Was gibt's denn hier Schönes? Ich bin gespannt. Oh, Paddel? Na, meinetwegen. Gut, dann gehe ich jetzt speichern. Dann werden wir beim nächsten Mal rausfinden, wofür wir ein Paddel brauchen. Also es wird vielleicht eine weitere Resident Evil 4 Anleihe. Vielleicht müssen wir übers Wasser und werden von dem Wurm verfolgt. Das ist ja doch cool. Alles klar. Dann bedanke ich mich hier an dieser Stelle erstmal fürs Zusehen. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.